Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Jens Kokott von der Firma Göpel. Herr Kokott, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Wir sind hier auf der SMT in Nürnberg, eine alljährliche Messe, wo Sie auch immer vertreten sind. Was ist dieses Jahr bei Ihnen neu? Ja, wir können dieses Jahr mit einem richtig gehenden Feuerwerk an Innovationen aufwerten. Ich würde das mal auf die beiden Bereiche AXI und AOI mal in dem Fall beschränken. Im Bereich AXI ist es also so, dass wir mit der Geräteserie 2 unseres 3D-AXI-Systems auf dem Messestand vertreten sind. Es zeichnet sich aus durch neues Achssystem, höhere Geschwindigkeit, was ja immer ein Thema ist, gerade im Durchsatz, bezüglich des Durchsatzes. Und wir haben aber gerade auch das Produktportfolio in Richtung AXI nach unten erweitert. Durch eine Kooperation mit der Firma ScienceCoop bieten wir nun ein 2D-AOI-System, ein manuelles 2D-AXI-System an, welches also dafür gedacht ist, stichprobenartig zum Beispiel im Produktionsprozess mal den einen oder anderen BGA zu analysieren. Mhm. Im Bereich AOI gibt es zwei Hauptinnovationen. Das ist zum einen 3D-AOI, unser 3D-AOI-System, welches wir anbieten. Und zweiten Schwerpunkt sehen wir die neue Software, eine neue AOI-Software, welche vorrangig den Schwerpunkt in Richtung Bedienerfreundlichkeit und noch einfache Programmerstellung hat. Mhm. Gehen wir gleich nochmal darauf zurück, aber erstmal will ich das Thema 3D ansprechen. Das ist ja ein Schlagwort. Ist es ein Schlagwort? Ist es ein Hype? Was ist es genau und was bieten Sie dabei an? Und was ist ja Ihre Erfahrung damit? Warum wollen die Kunden das insbesondere? Ja, 3D bietet natürlich Vorteile. Das ist keine Frage. Nicht umsonst ist die Nachfrage wirklich so groß. Mit 3D hat man Messwerte. Mhm. Man kann wirklich sagen, meine Lötstelle, die hat dieses Volumen, der Meniskus, der Anflusswinkel an der Lötstelle ist so und so viel Grad, all das ist möglich. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität als Aussagen eines 2D-AOI-Systems, die eher auf Interpretationen basieren. Das ist also Punkt 1, deswegen dieser Hype, dieses große Interesse, weil es wirklich sinnvoll ist. Trotzdem muss man sagen, es hat auch 2D-AOI natürlich seine Berechtigung. Man kann viele Sachen auch damit erschlagen. Es hängt immer auch etwas von der Anwendung ab. Wir sagen immer unseren Kunden an den Stellen, bringen Sie Ihre Baugruppen mit, bringen Sie einen Querschnitt Ihrer Produktion mit. An erster Stelle steht, die Fehler zu finden, mit welcher Technologie das erfolgt. Das kann dem Anwender ja erstmal nur zweitrangig interessieren. Mhm. Aber nochmal zurück zu Ihrer anderen Teilfrage, wie sich unser 3D-AOI-System auszeichnet im Vergleich zu den anderen. Wer sich mit diesen Systemen schon etwas beschäftigt hat und es gibt ja genügend Publikationen darüber, der wird auch festgestellt haben, dass viele 3D-Systeme auf Basis der Triangulation basieren. Das heißt also, man hat immer in irgendeiner Form einen Winkel, man beleuchtet mit einer Streifenprojektion und betrachtet mit einer Kamera von oben oder das Ganze umgedreht. Und das ist eigentlich so ein klein wenig der Nachteil oder der Knackpunkt. Man hat durch diese Projektion und Betrachtung aus unterschiedlichen Winkeln auch die Situation, dass man nicht überall hinschauen kann. Wenn Sie eine Lötstelle zwischen zwei sehr hohen Bauteilen haben, können Sie dazwischen mit diesem Verfahren nicht schauen. Und das ist ein Punkt, den wir aufgegriffen haben und wir gesagt haben, schauen wir doch mal, was es für neue Technologien gibt, was man auch einsetzen könnte. Und wir haben an der Stelle ein Verfahren entwickelt, wo wir sehr stolz drauf sind, was auch eine große, eine revolutionäre Innovation in diesem Bereich darstellt, wo wir telezentrisch orthogonal von oben durch ein Objektiv, durch einen Sensor von oben nach unten blickend quasi in jede Bauteilschlucht hineinblicken können und diese Messwerte generieren können, mhm, auch wenn die Lötstelle sich ganz tief unten da drinnen versteckt. Und das sehen wir schon als eine große Innovation an. Noch dazu ist das auch ein sehr schnelles System. Mit 70 Quadratzentimeter pro Sekunde kann das, überragt das sogar manches AOI-System. Also sozusagen eine vierte Dimension. Sie haben also ein 4D-System.
Das kann man gerne sagen, mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Ja. Stimmt das sogar, ja, genau. Sie haben auch ganz kurz die Bedienerfreundlichkeit und den Anwender angesprochen. Was gibt es da spezifisch jetzt im AOI-Bereich für Entwicklungen? Ja, das ist der zweite große Punkt, dem wir uns gewidmet haben. Ich glaube, die Bedienerfreundlichkeit ist immer mehr ein Thema oder ist ja schon immer ein Thema. Ob man da die kleinen Dienstleister sieht, die kleine Stückzahlen nur produzieren und prüfen wollen, die haben natürlich nicht die Möglichkeit, sich über Tage mit einer Programmoptimierung zu beschäftigen. Oder ob es auch Fertiger ist von größeren Stückzahlen, der aber auch nicht so viel Zeit und Ressourcen investieren will, um für ein neu anlaufendes Produkt die Qualität sicherzustellen. Und wir haben uns auch bedingt durch Rückfragen von unserem Kunden, haben wir uns eine Strategie überlegt, wie man da eigentlich rangehen müsste. Und zwar kann man sich sehr gut auch folgende Situation vorstellen. Es ist Nachtschicht, wieder erwartend wird plötzlich ein neues Produkt produziert. Passiert ja manchmal, für welches natürlich auch noch kein AOI-Prüfprogramm da ist. Und wie geht man jetzt damit um? Möglicherweise auch mit ein paar Kompromissen, aber es ist der AOI-Programmierer nicht da und bis zum nächsten Tag möchte man jetzt die Nachtschicht aber trotzdem geprüft überstehen. Und das ist ein Schwerpunkt unserer neuen Software Pilot 6.0. Und zwar haben wir dort den sogenannten Smart Guide implementiert. Das ist ein Assistent, der den Bediener ohne jegliche AOI-Vorkenntnis führt, ein Prüfprogramm zu erstellen. Alles wunderschön modern, auch in dem Windows 8-Style oder beziehungsweise besser noch in dem Smartphone-Style. Mhm. Das heißt, mit wenigen Bediengesten auf einem Touch-Monitor wird er durch die Prüfprogrammerstellung geführt. Und hat zum Ende ein Prüfprogramm, wenn natürlich eine Bibliothek erstmal im Grundstock vorhanden ist, hat er ein Prüfprogramm, mit dem er gut arbeiten kann. Ob er jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine manuelle Prüfung mit eingefügt hat, sei jetzt dahingestellt, aber es kann auf alle Fälle geprüft werden. Am nächsten Tag kann sich das dann der AOI-Programmierer vornehmen und auf der Basis weiterarbeiten. Mhm. Und das ist eine sehr sinnvolle Sache, die unwahrscheinlich gut ankam jetzt hier auf der Messe. Parallel dazu gibt es natürlich neben diesen geführten Wizard auch in der ganz normalen Arbeitsumgebung Verbesserungen. Das heißt, wir setzen sehr stark auf 3D-Visualisierungen. Nicht nur die 3D-Messwerte, sondern auch die 3D-Visualisierung. Das heißt, es tut sich einfach der Bediener einfacher, leichter, wenn er zum Beispiel die Bibliothekseinträge wirklich als 3D-Modell vor sich sieht, mit seinem realen Bauteil vergleichen kann und sagen kann, jawohl, das ist genau das, was ich jetzt hier prüfen will. Mhm. Oder wenn er zum Schluss das ganze Prüfprogramm auch dreidimensional visualisiert kriegt und in der Hand dazu die Leiterplatte hält, dann kann man genau sagen, jawohl, die Polaritäten passen und das ist genau das, was ich jetzt hier abdecke und was ich prüfen will. Und was bei dieser Sache auch noch mit einhergeht, ist der Punkt, die Vereinfachung der Bedienung wird in manchen Firmen, dadurch in manchen Wettbewerbern in der Form realisiert, dass man sagt, Reduzierung der Parameter. Man hat einfach zu viel Parameter. Der eingefleischte AOI-Programmierer, dem wird aber irgendwann was fehlen. Und wir haben dort eine sehr schöne Möglichkeit geschaffen, wo man das minimal Notwendige permanent zur Verfügung hat, aber auf Knopfdruck der erfahrene Insider sofort auch die gesamte Werkzeugpalette nutzen kann, um wirklich auch die letzte detaillierte Prüfung mit vorzunehmen. Also wirklich eine Lösung für den Laien und der Profi kann das dann ausbauen. Genau das ist das Ziel. Einfach nur vereinfachen durch pures Weglassen ist nicht in jedem Fall zielführend. Ja. Sind das Entwicklungen, die sich erweitern werden bei der Firma Göpel und wir uns auf weitere userfreundliche Programme, Softwarelösungen freuen können auf den Messen, die zuvor stehen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wir arbeiten schon immer konsequent auch an diesem Thema Nutzerfreundlichkeit. Das ist also ein Thema, welches noch weiter getrieben wird. Das ist überhaupt keine Frage. Aber in Richtung Software weiterzublicken, ist natürlich auch das Thema Industrie 4.0 nach wie vor ein Thema.
welches natürlich da auch mit zusammenspielt, Daten, Import, Export, Vernetzung. Gerade auch wir als Firma Göbler Elektronik bieten ja eine breite Palette von Qualitätssicherungskomponenten an, von elektrischen Tests bis AOI oder AXI. Und da ist natürlich auch das Thema Vernetzung, gleiche Softwaremodule, gemeinsame Statistiken, gemeinsamer Reparaturplatz, ein Thema, an dem wir massiv arbeiten und was wir auf den nächsten Messen dann auch vorstellen werden. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit hier mit uns zu sprechen und viel Erfolg weiterhin auf der Messe. Gern geschehen und vielen Dank. Danke. An Sie auch.